Ich kann diese Nummer offiziell nicht mehr benutzen. Hey, wenn du mich hier noch einmal anrufst! Oh, da hat er aufgelegt. Und yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ein Video, was ihr wahrscheinlich so an der Stelle einfach niemals wieder auf meinem Kanal sehen werdet. Und zwar ein Video, welches meinen WhatsApp-Verlauf zeigt. Ganz richtig, mein WhatsApp-Verlauf. Denn leider Gottes ist gestern Abend Folgendes passiert. Simon Unge hat so wie jeden Abend mal wieder gelivestreamt und dachte, es wäre eine gute Idee, mich einfach zu facetimen. Hat leider Gottes Facetime an der Stelle dann mit einem WhatsApp-Videocall verwechselt und blöderweise meine Nummer da gezeigt. Absolute Belastung. Jetzt ist es natürlich so, dass ich als Person des öffentlichen Lebens ein Stück weit mit rechnen muss, dass sich der ein oder andere sicherlich dann bei mir meldet, wenn meine Nummer öffentlich ist, dass es aber spezielle Kandidaten gibt, die tatsächlich die ganze Zeit spammen. Ist wieder mal Ausnahmesituation. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns heute einfach mal ganz genau an und gehen auch zwischendurch einfach mal ans Handy, weil ich habe eh schon eine neue Nummer und ihr könnt mich alle 3-4 Mal am Arsch haben. Ich habe eh schon eine neue Nummer, ich habe keinen Stress mehr damit. Ich zeige euch jetzt einfach die peinlichsten Dinge, die mir Leute geschrieben haben und expose jetzt einfach mal die Leute, die mich hier den ganzen Tag so unglaublich abgefuckt haben. Einfach als persönliche Genugtuung und ich glaube, ihr versteht das. Beginnen wir mit dem Kandidaten hier, der schreibt Hallo Resi, Revi, Revi, der mich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Mal angerufen hat. Zwischendrin aber sagt, du tust mir leid. Du bist ein kleiner und ich würde am liebsten deine Nummer hier öffentlich machen. Mache ich an der Stelle natürlich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten, die tatsächlich hier gemeinsam ihre Hausaufgaben austauschen. Ich nehme an, in der Sonderschule wird auf jeden Fall in Gruppen viel gearbeitet. Wir können ja mal ganz kurz reinhören, was Justin an der Stelle hier schreibt. Es ist doch keine Veranstaltung, jetzt eine Fahrradtour zu machen. Mhm. Und vor allem von Mitte nach Hauptbahnhof fahren. Super, da wissen wir an der Stelle auch schon, wo Justin wohnt. Ganz tolle Nummer an der Stelle, wirklich. Das habe ich an der Stelle mal zensiert, damit Justin hier nicht noch irgendwelche Probleme bekommt. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass hier verschiedene Pläne geschmiedet werden, um Corona-dämpfende Maßnahmen eventuell zu umgehen. Das ist auch sehr stark, finde ich extrem geil. Schauen wir doch mal ganz kurz hier in die Gruppe. Absolut hässliche so. Ja, hier werden auf jeden Fall Bilder gepostet und verschiedene Videos. Ich weiß nicht genau, was das ist. Hier hat jemand sein LED-Ding gepostet. Also es ist echt interessant. Gut, das haben wir an der Stelle mal zensiert, lieber Tim. Ich glaube, dafür könntest du sogar ins Gefängnis gehen. Grüße gehen raus an der Stelle. Der Typ schreibt mir einfach, ich bin gay, das freut mich unglaublich für dich. Das macht mich unglaublich glücklich. Schön, das freut mich. Da werde ich doch an der Stelle einfach mal antworten. Da ist er sicherlich glücklich drüber. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Hallo, ich weiß, du bist wahrscheinlich abgefuckt, dass deine Nummer geleakt wurde, aber ich wollte sagen, dass Leute unter Unges Post deine Nummer weiterverbreiten. Perfekt, das hat Simon auch sehr gut gemacht. Nochmal auf dem Tweet, damit aufmerksam zu machen. Ihr seht, ich kann diese Nummer offiziell nicht mehr benutzen. Hi, hi, hallo, hi, hi, hu, 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 hier, hi, hier. Was hast du davon, wenn du mich so zuspammt? Ah! Ey, Unge hat deine Nummer im Stream gezeigt. Warte mal. Ich glaube, das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Wieso so abweisend? Bro, vielleicht, weil ich insgesamt 16.000 WhatsApp-Nachrichten bekommen habe von meiner und Unges zurückgebliebener Community. An der Stelle, Shoutout an der Stelle. Eigentlich nicht, Digga. Hey, was machst du? Ich bin's, Ju. Wahrscheinlich. Eigentlich soll ich den Leuten gar nicht erst antworten, um denen die Genugtuung zu geben. Dann schauen wir, was wir noch haben. Es gibt auf jeden Fall Leute, die hier wirklich Dinge geschrieben haben, die sie auch nachträglich wieder rückgängig gemacht haben. Es war noch ein, zwei Bilder dabei. Ja, gut. Da, wo wir gerade davon reden. Ekelhaft. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich Ihre Handynummer habe. Ü. Okay? Ich weiß nicht, warum ich es nicht. Moin, Leute. Trimax hier. Ich bin mir sicher, dass du nicht Trimax bist, sondern irgendein 14-jähriger dahergelaufenes Kind. Ihr seht vielleicht, dass ich ein bisschen mad bin. Aber ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, weil ich kann momentan diese Nummer einfach momentan nicht nutzen. Und das ist vollkommen traurig. The Real schauen wir ganz kurz, was wir hier in The Real haben. This is my baby. And ain't nobody finna touch him. Lustig, also wirklich toll. Also wirklich ganz toll und unterhaltsam lustig. Also kann ich nicht anders sagen. Lustiger. Schöne Ostern und bekommen kein Koronski. Hashtag Revigang. Und genau das sind die Zuschauer, die ich mir wünsche. Zuschauer, die wirklich verstehen, wie wichtig meine Privatsphäre für mich ist. Zuschauer, die verstehen, dass ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne den ganzen Tag damit verbringe, meiner Community auf Fragen und irgendwelche Dinge zu antworten. Zuschauer, die einfach wissen, wann genug ist. Ganz tolles Ding. Grüße geht raus an der Stelle. Ich hoffe, du kriegst auch kein Koronski, mein Freund. Bist du es wirklich? Ich werde deine Nummer auch nicht weiterschicken. Lemao, bitte antworte. Für den Flex, you know. Ich werde in Gruppen wie Fortnite Deutschland reingezogen. Ich will dir nur schreiben, dass deine Nummer von Simon geleakt. Ich schreibe dir übrigens, dass deine Nummer von Simon geleakt worden ist. Jungs, Mädels, ich glaube, ich habe das selber mitbekommen. Trotzdem echt danke für den tollen Hinweis. Ganz geil. Geräusche. Das war ich. Also, Akani, das war... Alles klar, hier werden einfach...
Videos von Bad Wars geteilt. Das schreiben mir wirklich nur die Dümmsten unter euch. Das ist an der Stelle wirklich schon mal bemerkbar. Ich werde nicht ans Handy rangehen. Grüße gehen raus. Kim ist hier an der Stelle einfach mal meine Managerin, versucht mich zwischendurch über meine alte Nummer noch zu erreichen. Kim, ich habe bereits eine neue Nummer. Das solltest du eigentlich wissen, weil du mir die geklärt hast. Ja, und hier sieht man nochmal ganz klar, wie Simon Unge meine Handynummer einfach in die Kamera hält. Das ist wirklich das Dümmste, was mir jemals passiert ist. Wie kann man so unendlich dämlich sein, Simon? Ich verzeihe dir das niemals. Hallo? Leute, ich weiß wirklich nicht, wie Simon so dermaßen lost sein kann. Und ich kann hier ewig herunterscrollen. Ewig kann ich hier runterscrollen und es sind überall Nachrichten, bis ich dann irgendwann zu meinen normalen Kontakten komme. Hallo Rewe, ich möchte dir nur sagen, hallo Rewe, ich will dir nur... Hallo Rewe, deine Nummer. Rewe, deine Nummer wurde geleakt. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir warten mal ganz kurz eine Sekunde ab, bis hier jemand ans Handy dran geht und versuchen jetzt einfach mal denjenigen die komplette Ehre zu entwenden. Hier ist schon der erste Anrufer. Wir schauen mal, was der zu sagen hat. Hallo? Ja, es ist ein 10-jähriges Kind an der Stelle. Ich weiß nicht ganz genau. Ich mache jetzt mal Folgendes, Leute. Ich werde den Jungen einfach mal anschreien. Es tut mir wirklich leid, dass es jetzt gerade ihn trifft, aber er hat es an der Stelle noch nicht anders verdient. Hey! Wenn du mich hier noch einmal anrufst, dann komme ich zu dir nach Hause und poste deine Nummer auf Instagram, du Kind! Oh mein Gott, Erdbeben! Ui, das war laut. Den Kollegen rufen wir jetzt mal ganz kurz zurück. Oh, jetzt hat er mich abgelehnt. Jetzt also nicht mehr so lustig. Ah, hier ist ein eingehender Videogruppenanruf. Alles klar. Gehen wir an der Stelle mal nicht dran. Rewe? Hey, schön, dass du meine Nummer gewählt hast. Es freut mich wirklich echt, mit dir zu sprechen an der Stelle. Deine Nummer ist ja die 01... Richtig? Nein, das ist die von meinem Freund. Das tut mir wirklich unglaublich leid für deinen Freund, weil ich gerade streame und dein Freund ist von 10.000 Leuten angerufen wird, so wie ich. Also dann und schönen Abend, ne? Mach's gut, ciao. Ja, und natürlich wird das nicht passieren. Ich werde jetzt hier keinerlei Nummern von irgendwelchen Fans oder sowas von mir leaken, aber ich möchte einfach, dass die Leute zumindest ein echt schlechtes Gewissen haben. Das wäre so das Mindeste. Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich müsste ich sagen, bei 100.000 Likes gebe ich Simon Unges Handynummer auch raus an der Stelle, weil es mich so sehr abfuckt. Ich meine, gut, ja, ich hatte das damals als Aufgabe bei Wenn ich du wäre. Ich glaube, das ist einfach an der Stelle hier Karma. Aber ihr versteht, glaube ich, genau, wie sehr mich das abfuckt. Ich will hier einfach wirklich niemandem was Schlechtes. Ich will auch nicht, dass hier irgendwer wegen mir jetzt einfach einen Tag hat. Es ist halt für mich nur super, super nervig, dass ich gestern mein Handy komplett den ganzen Tag nicht nutzen konnte. Kann das vollkommen verstehen. Ihr möchtet irgendwie möglichst viel Kontakt mit uns haben, weil wir sowas wie eine Art Vorbilder sind. Kann ich an der Stelle nur sagen, sind wir nicht. Also ich will das auf jeden Fall nicht sein. Ihr schaut mich an, ich habe nicht meine anständige Frisur. Wenn das nächste Mal sowas passiert, und sowas passiert nun mal, geil Gott, ich bin da auch Simon nicht sauer, ja? Tut mir einfach den Gefallen und geht damit einfach ein bisschen anders um. Schreibt der Person vielleicht einfach nicht. Ach, was erzähle ich hier? Ihr werdet es eh machen. Der nächste Anruf kommt an der Stelle hier. Legen wir mal alle auf. Hi. Die legen die ganze Zeit alle auf. Ich verstehe es nicht. Also ich würde mich... Hallo? Hallo? Ah ja. Der eine schreibt mir ganz schön unhöflich, nicht zu antworten. Genau. Weil ich es wahrscheinlich mache, dass ich 15.000 Leute bei WhatsApp gerne mal antworte. Also ich möchte auf jeden Fall noch mal einen ganz kurz hier zur Rede stellen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich versuche jetzt mal jemandem ganz sachlich zu erklären, dass das vielleicht das die richtige Herangehensweise ist. Gehen wir noch mal ganz kurz hier ran. Achso. Okay. Hallo? Jungs. WTF? Sau lustig, dass ihr mich gerade anruft. Ja. Ich habe jetzt eure beiden Nummern, ne? Habe ich ja jetzt auch, ne? Wisst ihr? Ihr hört mich. Oh, die legen immer auf. Das ist halt das Lustige. Die legen halt einfach wieder auf. Die wollen sich das gar nicht erst anhören. Die haben einfach Angst. Hallo? Hallo, hier ist Rewe. Die wollen gar nicht reden. Die wollen mich einfach nur abfacken. Die wollen mich einfach nur abfacken. Wahrscheinlich gehe ich auf das Handy mit. Hallo, hier ist Rewe. Ja, hallo? Hallo? Rewe? Ja? Ey, sau cool. Sau cool, dass du mich anrufst, Mann. Wirklich, sau geil. Ehrlich, finde ich voll cool. Bitte. Ey, schau mal, ich habe ja deine Nummer jetzt auch, ne? Ja. So, schau mal, meine Instagram-Story, so, die wird von 100.000 Leuten gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und du hast mich jetzt ja, glaube ich, so gefühlte, keine Ahnung, 30, 40 Mal hast du mich jetzt angerufen, ne? Nein, das ist das zweite Mal. Ja gut, reicht ja auch, ne? Ich packe jetzt einfach deine Nummer auch in meine Instagram-Story, okay? Ist es in Ordnung, oder? Okay. Ja? Ja, passt. Ja, dann kannst du dein Handy aber an der Stelle einfach wegschmeißen. Ja, passt. Ja, passt? Brauchst du eh nicht, oder? Nee, ich glaube, mit dem nächsten eh neues. Perfekt. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 13. Und hast du dir schon mal überlegt, hier nicht anzurufen vielleicht, nur weil du die Nummer hast? Nein. Eigentlich nicht, oder? Ist ja das Erste, was man macht, oder? Rufst du auch so Nummern auf Toiletten an, die irgendwo so auf Toiletten stehen? Rufst du da direkt an? Nein. Nein? Wieso rufst du mich jetzt an? Was willst du von mir? Nix. Okay, also einfach mal anrufen, oder? Ja. Perfekt. Dann mache ich das mit der Instagram-Story und werde deine Nummer noch zusätzlich bei der Polizei weitergeben, damit du eine Anzeige bekommst, okay? Das passt. Oh, da hat er aufgelegt. Und?
hops. Ja, Leute, was soll ich sagen? Genau das ist halt das Ding. Ey, lasst mich einfach in Ruhe. Ich wollte einfach ein Video drüber machen. Ich finde es einfach funny, wie damit umgegangen wird. Ich will auf jeden Fall nicht, dass Simon da irgendwie großartig jetzt noch Stress oder sowas hat. Wie gesagt, ihr seid alle noch jung. Merkt euch einfach fürs nächste Mal, wenn sowas passiert, dass es nicht der richtige Move ist, Leute zuzuspammen. Aber was erzähle ich hier? Ihr werdet so oder so machen. Ich hoffe, dass ich euch irgendwie ein bisschen mit diesem Video ins Gewissen reden konnte, weil ganz ehrlich, Mann, das ist für mich wirklich ein bisschen abgefuckt. Das war zum Glück nicht meine private Nummer, sondern eine Nummer, die ich Kollegen gebe, sage ich mal, aber halt nicht meine privateste Nummer und auch nicht meine Backup-Nummer für die ganze Kontensicherung und so weiter und so fort. Also auch alles entspannt. Da muss ich mir an der Stelle keine Sorgen machen. Ich kann euch nur eins sagen, ja. Es ist wirklich nicht einfach, wenn sowas passiert, aber ich nehme das Ganze gerne mit Humor. Riesiges Shoutout an Simon Unger an der Stelle. Es war echt mal interessant zu sehen, was ihr mir so bei WhatsApp schreibt. Das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal wiederholen. An der Stelle lasst mich in Ruhe und wie gesagt, bei 150.000 Likes gibt es Simon Ungers Nummern nicht zu holen. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.